oder ähnlich könnte, von dem er weiß. Und wenn eine Stadt ist, muss er ja davon wissen. Ich meine, es ist ein Preios-Geweihter, der wird Ja, schon also die Wanderpriester, dann laufen hier ein W3 minus 1 Wanderpriester rum. Würfel soll ich mal ein das selber W6. würfeln? Einmal W6. Dann laufen Ah, zwei Wand. zwei Wanderpriester laufen hier rum. Und die sind zufällig auch gerade im Tempel des Gesetzes. Okay, kann ich mir beide aus Entfernung kurz angucken, um die einzuschätzen, wen von beiden ich für, ja, sagen wir mal, verhandlungsbereiter halte? Würfel mir mal W100 und zwar zwei Stück. Einmal Rechtsklick auf den W10, Warte mal. dann Prozentzeichen. W10. Der W10. Ah, Prozentzeichen, ja. Genau. Und noch ein. Ja. Ja, du findest zwei Männer, der eine wohl ziemlich alt und mit weißen Haaren, unglaublich langer Bart, sieht fast aus wie ein Zauberer, wenn er da jetzt nicht seine Robe tragen würde. Und einen etwas jüngeren, so bisschen älter als du, würdest du sagen, die sich da beide wohl gerade unterhalten und sie reden über Bricklo. Okay. Ja, ich gehe auf beide. Okay, die unterhalten sich miteinander. Dann gehe ich ganz offen auf die beiden zu. Meine Herren, dürfte ich einen Moment Ihrer Zeit in Anspruch nehmen? Preis zum Gruße. Preis zum Gruß. Ja, Preis zum Gruß. selbstverständlich. Es geht um Folgendes. Mein Name ist Eldan Gorbas. Ich bin Magier der Akademie der magischen Rüstung zu Gareth. Und ich würde gerne um Ihre Hilfe bitten in einer delikaten Angelegenheit. Wie delikat ist sie denn? Es ist das Seltsamste, was mir in diesem Leben je passiert wird, würde ich sagen. So delikat, mein Herr. Ich komme direkt heraus, denn die Wahrheit ist das, was uns hierher bringt. Es geht um Folgendes. Habe ich Ihre Verschwiegenheit? Verschwiegenheit. Nun, Würden wir werden nicht lügen. Dort, wo die Wahrheit nicht gesprochen werden darf, wird sie verschwiegen. Mehr würde ich niemals erwarten, meine Herren. Es geht um Folgendes. Ich und einige anderen sind in den Besitz, also mein Captain eher gesagt, ist in den Besitz einer Dämonenarche gekommen, die ihren Namen des Mittelreiches einsetzt, um den Heptarchen schwere Schäden zuzufügen, indem er ihre dämonischen Mächte gegen die Heptarchen nutzt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt war. Wenn ja, wenn nein, dann ist Ihnen dies jetzt bekannt. Es geht um Folgendes. Da es eine Dämonenarche ist, ist Ihnen bestimmt auch klar, was für eine Gefahr die Mannschaft einfach nur durch ihre Anwesenheit dort hat. Wir bräuchten jetzt jemanden von Ihrem Stande, der uns bei dieser schweren Aufgabe, die Mannschaft, ihre Seelen zu retten, ihre Seelen sicher zu halten. So jemanden wie Sie bräuchten wir jetzt. Jemanden, der das Wort Praios spricht, die Wahrheit weiß und uns dabei hilft, die Wahrheit in den anderen zu erkennen. Dass wir uns. Naja, unsere Seelen sicher dort ankommen können, wo sie sollen. Ihr führt diese Arche im Namen des Mittelreiches. So ist es mir bekannt. Janan von Schnattermund. Sagt man Moor. dem. Schnattermoor. Erdmund Richtig. gesagt. Ja, Schnattermoor. Ja, so ist mir, wie es mir bekannt ist. Nun, und die Arche soll nicht vernichtet werden. Was für ein Hexenwerk ist das? Auf lange Sicht soll die Arche wohl vernichtet werden. Sollten wir sie nicht mehr beherrschen können, haben wir bereits einen Rondergeweihten an Bord, der mit dem Auftrag dort ist, sie zu vernichten. Sollte die Arche uns natürlich vorher, naja, sagen wir mal, vernichten, wäre es natürlich hilfreich, wenn einer von Ihnen an Bord wäre, um uns auf den rechten Weg zu leiten. Die Seelen der Kinder der Götter. Wir werden sie selbstverständlich beschützen, wenn ihr meint, dass dies vom Mittelreich abgesegnet ist und wenn ein Rondra-Geweihter euch begleitet, dann wird ein Preios-Geweihter nicht Nein sagen. Ja, das wäre sehr freundlich. Ich würde Sie dann natürlich auch mal einem Captain vorstellen.
kann natürlich selber keine endgültigen Entscheidungen treffen, wer an Bord zugelassen wird. Das ist natürlich immer noch seine Entscheidung. Aber jemand von eurem Stande wird er mit Sicherheit nicht ablehnen, meine Herren. Nun, ich denke, wenn Praios Weg, beziehungsweise wenn Praios euch zu uns geführt hat, wenn das Schicksal es so will, dann werden wir uns dem Willen von Praios beugen und euch begleiten, wenn dies so gewünscht ist. Es kann kein Zufall sein, dass ihr uns hier angetroffen habt. Ich mache jetzt mal die Verbeugung, die man vor einem Praios-Geweiht macht. Also ich nehme an, da gibt es eben so eine rituelle Verbeugung. Du kannst das Sonnenrad schlagen. Ja, dann schlag das Sonnenrad. Vielen Dank, meine Herren. Soll ich euch gleich den Weg zum Kontor zeigen oder möchtet ihr dort selbst hinreisen? Ich würde mit Freuden auf euch warten. Dann begleite ich euch gleich. Ja, so werde ich es tun. Er verabschiedet sich einmal von dem etwas jüngeren Geweihten. Der nickt auch freundlich. Man wird sich auch von Praio Faltokurian, dem Vorsteher hier, verabschieden. Und dann begleitet dich der um die 70 Jahre alte Mann. Oh Gott. Ja, der ist bestimmt erfahren. Ja, ich würde mein Tempo seinem anpassen. Ich nehme an, der läuft nicht mehr so schnell. Nein, du merkst auch, wie er einen Krückstock rausholt. Ja, ganz entspannt. Geht nicht mehr. Ich brauche ein Preiwasgeweih. Wow, okay. Chortempel. Ja, Weihe oder was willst du haben? Wenn Söldner. Will ich dafür zu Rondra oder Ingrim gehen? Nein, der Söldner. Ist Blutschluck hier? Blutschluck ist nicht da, der darf da nicht rein. Oh, ist Blutschluck davor irgendwo unterwegs? Nein, Blutschluck ist, du weißt nicht, wo Blutschluck ist. Schade, ich hätte nämlich eine Sache mitgenommen. Dann würfel mal 1W3 minus 1. Nee, wenn du möchtest, dass, wenn du Blutschluck finden willst, dann würfel mal eine Gassenwissenprobe. Danke. Ich will ihn nicht finden. Ich möchte nur, wenn ich zufällig an ihm vorbeilaufe. Kuntium ist riesig. Okay, also nicht. Nee, das war ich gerade zum Content ging. Vielleicht hängt er da ja in der Nähe rum. Nee, dann ist egal. Dann leider nicht. Kannst du mal eine Klugheitsprobe würfeln? Das kann ich machen. Ich bin sehr klug. Ja, dann wirst du Blutschluck sicherlich vor der Magierakademie finden, weil seine Freunde Ritter des immerwährenden Kampfes sind. Ja, komm, mach ich mal einen Schlenker vorbei. Schlenker, das ist in einer ganz anderen Stadtrichtung. Ja, wenn du Blutschluck findest, er wird wohl gerade eine neue Prothese ausprobieren, macht einen Übungskampf mit einem anderen Chor Akoluten, Geweihten, mit Oma. Das ist derjenige, der sekundiert hatte in beiden Duellen. Und die unterhalten sich wohl gerade, testen die Prothese von seinem Knie und auch von dem Arm. Du hattest ihm ja damals den Arm gebrochen. Das ist gut verheilt, aber da ist ähnlich wieder so eine Schiene dran. Er hat sich auch einen neuen Brustplattenharnisch angelegt und kämpft da jetzt wohl gerade mit Oma einen blutigen Kampf. Tatsächlich auch bis aufs zweite Blut. Ich betrachte das nicht sehr lange, so 3-4 Minuten. Sieht er wieder kompetent aus? Wieder kompetent, ja, natürlich, er sieht kompetent aus. Den letzten Kampf gegen Ahmad, da war er sehr gelangweilt, wo er dann irgendwann seinen Streitkolben oder seinen Chorspieß, danke, hat er ja seinen Chorspieß ja weggeschmissen, hat gesagt, das ist ihm zu langweilig, er gibt auf. Mittlerweile, also dieser Kampf sieht unglaublich blutig aus, hat auch eine neue Narbe, seine Wange ist auch aufgerissen und hat auch einen blutigen Striemen, sein Auge ist auch blau. Er sieht aus wie ein Korkweiter, der gerne kämpft. Ich warte eine Kampfpause ab. Ja, Oma geht dann irgendwann schnaufend zu Boden und ist ausgenockt, nickt wohl zufrieden und schaut dann dich an und geht auf dich zu. Greifenmund. Blutschluck. Habt ihr also die wahren Götter erkannt? Oder warum sucht ihr mich auf? Ich wollte nicht zu den Magier pfaffen. Auch an Bord geworden, Blutschluck. Seid ihr dabei? Oh. Unter eurem Kommando, ja? Muss wohl. Was ist mit Ahmad? Er ist damit beschäftigt, die Arche unter Kontrolle zu halten. Ich brauche jemanden, der sich um die Mannschaft kümmert. Oh.
den Weg des Blutes. Ich bin bereit, mich euch anzuschließen. Gut. Das letzte Mal, als ich die Arche betrat, wurde ich geästet. Diesmal wird das eine andere Ankunft sein. Gut. Wir legen gegen Mittag ab. Ihr wisst den Weg? Den Weg zum Kontor? Wie viele brauchst du noch? Welche Männer? Nur mich? Wenn du welche kennst, ich brauche eine Handvoll. Warte kurz. Er tritt einmal gegen den Brustkorb von dem ohnmächtigen Omar und er hustet erstmal ein bisschen Blut. Omar, aufstehen. Arbeit. Der nickt wohl und steht dann langsam auf, hält sich seine Brust, hält sich seine Wirbelsäule und kramt dann wieder seine Waffen zusammen. 25 gute Männer brauche ich. 25. Genieße eine kurze Pause mehr als eine lange. Regel Nummer 3. 25 sollst du kriegen. Die besten, die ich kenne. Ist gut, dass du zu mir gekommen bist. Die Leute unten am Chortempel verstehen ihr Handwerk vielleicht nicht. Immerhin hast du dazugelernt. Greif mal. Ihr mögt vielleicht nicht auf Augenhöhe stehen, aber gut seid ihr. Und der Rondra-Tempel hat euch ja eure Seelenreinheit bestätigt. Richtig, wir stehen nicht auf Augenhöhe. Ei. Hast du Arroganz? Ja, habe ich. Schauen wir mal, Selbstbeherrschung, Schwertum, Arroganz. Ob du das so stehen lassen kannst. Ich meine, natürlich meint er damit, Moment, ich muss gerade mein Ding raussuchen hier. Das ist nicht geschafft. Nicht auf Augenhöhe. Okay. Ja, letztes Mal habe ich euch ordentlich eingeschenkt, nicht wahr? Ei. Jetzt bin ich stärker. Was mich nicht tötet, kann mir nur zum Sieg verhelfen. Das werden wir zu gegebener Zeit nochmal herausfinden müssen. Regel Nummer 5. Lerne dich selbst zu besiegen und du wirst über alle triumphieren. Ich sammle die 25. Ihr sammelt die 25 und ich sammle meine Mannschaft. Ei. Niedermähen, ausmerzen, vernichten. Und während du wieder von ihm weggehst, kannst du ihn noch hören. Einstampfen. Kors Herrlichkeit. Frage mich auch beim Weggehen ernsthaft, ob ich nicht einen Deal mit dem Teufel gemacht habe, aber... Er ist der Beste, den wir kriegen können. Er ist der Beste. Gut, zurück zum Kontor. Oh, Ahmad wird mich hassen. Ja, Kiaras organisiert sich ebenso eine Segnung seiner Waffen von Raya. Das heißt, du darfst keine Pferde töten, du darfst kein Weinfass aufschlagen, was Raya da ebenso für Bedingungen hat. Damit sollte ich wohl kein Problem haben. Außerdem bedanke ich mich natürlich nochmal sehr für die Segnung, die ich bekommen habe, die mir im Kampf sehr geholfen hat. Ja, natürlich, der Harmoniesegen. Nie zu unterschätzen. Oh ja, der war richtig geil. Okay, wollt ihr aufbrechen? Irgendwas gibt es noch? Wir müssten mit dem... ich glaube, wir können. Ragnar verkauft alles am Baraskan-Stahl oder wie viel soll er machen? Ira kriegt ihn nicht. Rachsucht, haha. Ansonsten, nein, er soll ihn auf Halde lassen. Er soll dafür alles andere verkaufen. Okay, das ist den Reis und die Hölzer. Die Samt und die Seide, das Tuch und das Leder, das Bier und den Reiswein. Gut. Und dann soll er hier erstmal die 10.000 Dukaten lagern, wenn sie dann irgendwann kommen. Und die 100 Kilo Zinn. 100 Kilo Zinn. Okay, dann brecht ihr wieder auf mit der Feuer-Gin. Es dauert wieder mal 2 Tage und dann erreicht ihr die Gezeitenspinne, ehemals geheißen, mittlerweile Perlenwacht. Wir schreiben den 10. Fex und ihr erreicht den Sumpf, das Delta des Manadi, wo ihr wiedermals die riesige Dämonenarche versteckt habt. 70 Meter klafft sie vor euch auf. Eine Beschreibung bitte der Arche für Eldan Gorbas, der noch nie hier war.
Die Monarche sieht ein bisschen aus wie eine mittlerweile fast 80 Schritt lange und 4 Deck hohe, na, ein bisschen wie eine Tarantel, die mit langen Spinnenbeinen auf dem Wasser ruht. Beziehungsweise mittlerweile hat man sie vermutlich nicht unbedingt auf Land gesetzt, aber ein wenig in das matschige Flachwasser hineingemanövriert, damit sie etwas außer Sicht ist. Und so ruht sie hier wie ein Wasserläufer, sitzt sie auf dem Wasser. Vorne hat sie zum einen ein riesiges Maul, das jetzt bei unserer Ankunft wahrscheinlich schon geöffnet ist. Durch das die Leute ja hinein und hinausgehen können, weil die Söldner werden sich auch nicht tagelang an Bord aufhalten wollen. Und den Schädel einer Seeschlange als wie eine Galionsfigur vorne an die Front geprangt, an den Bug. Ja, ich schlucke auf jeden Fall erstmal zweimal schwer und stelle mich ganz unauffällig in die Nähe von unserem Preiosgeweih. Schadet jetzt bestimmt. Mehr als beeindruckend, dieser ganze Ding. Schrecklich auch. Eines Tages werden wir sie vernichten müssen. Aber bis dahin. Wird ein guter Tag werden. Bis dahin, Männer, und ich richte mich mal an die anderen neuen Leute. Ist das das Ungetüm, auf dem wir die blutige See zurückerobern werden und andere Archen versenken werden? Haben wir jetzt eigentlich 25 neue Leute? Ein Donnergrollen erhallt von den Männern wie aus einer einzigen Kehle, angeführt von Blutschluck. Rollt über euch. Sind das jetzt 25 neue? Oder? Das soll die Auffüllung für die Söldner sein. Also doch ein paar mehr. 25 halt. Das reicht aber nicht. Auffüllen. Doch. Ja? So wenig gestorben? Wow. Die Hälfte der Verluste haben ja die bekehrten Gefangenen gefressen. Nein. Ja, nicht mal. Ein Von den bisschen Bekehrten verlassen. ist kaum einer gestorben. Klar, von den 30 sind 8 gestorben. Nee, aber das sind doch nicht. Also, die waren euch ja quasi sowieso egal. Die Richtig. anderen waren jetzt in Helmport, aber ihr habt doch viele Söldner verloren. Wir sind sehr gut dabei gekommen. Wir haben 7 von der leichten Infanterie verloren, plus 4 von der schweren, plus 6 von den Schützen, plus 9 von den Artilleristen sind fuck 26. Egal, Ja, ich wollte gerade sagen, die ganzen Geschützleute, die fehlen euch. nee, sind wie gesagt 26. Ja gut, also ihr habt einfach viel zu viele Rotzen gerade. Wir haben tatsächlich genau genug Rotzen, was wir nicht. Wir können nicht die Rotzen und die Harpunale besetzen, aber wir haben uns damals entschieden, dass Das es war sowieso in ein den meisten Problem, ja. Situationen keinen Sinn macht, die Rotzen und die Harpunale zu besetzen und wir deswegen mit 50 gut hinkommen. Ja, wollte gerade sagen, wenn ihr Außerdem gegen müssen wir Karakille nicht. zieht, dann nur die Harpunale und wenn ihr gegen Schiffe zieht, dann nur die Rotzen. Wir müssen ja Richtig. nicht beide Seiten besetzen. Wir wollen ja nur auf einer Seite meist kämpfen. Das kommt auch noch dazu. Und was auch noch dazu kommt, sie können erst mit den Rotzen schießen und dann zu den Harpunalen durchwechseln, was wesentlich schneller wäre. Als nachzuladen. Also wie gesagt, ich sehe keinen Sinn darin, für sauteures Geld doppelt so viele Artilleristen anzuheuern, wie wir eigentlich müssen. Ihr werdet das schon machen, also wenn Das dann war Probleme nicht für dich, kommen, das war dann. für die anderen, nur um das nochmal zu Gut. erklären, weil die Hälfte Ja, war aber ja gar nicht da, als das das passt schon. festgelegt wurde. Ja, als ihr dann über die neu eingelassenen Schlund, die Pforte, die Arche betretet, könnt ihr dann die anderen Seemänner, die hier verblieben sind, werden sich dann darum bemühen, die Voyager wieder in den Hafen, in das Trockendock zu ziehen, das hier angelegt worden ist. Auf dem hinteren Teil der Gezeitenspinne wurde ja das ganze Deck wieder umgeformt, sodass ihr hier jetzt Platz habt. Die Segel der Voyager werden eingeklappt und die Handwerker werden sich daran machen, wieder den Boden auszubessern. Allen voran Porquom. Ihm fehlen aber auch immer noch die Männer und er beklagt sich. Könnt noch einmal den zurückgelassenen, ja, das zurückgelassene Siegel, das Portal, die Pforte, sehen, in der Elphadaios stand, angekettet an seinen Block aus Maraskan-Stahl, damit er hier keine Dummheiten macht, das jetzt sehr leer zurückbleibt. Über die Treppen kommt ihr nach oben, ignoriert die anderen Gefangenen, die hier immer noch ausharren in ihrer eigenen, ja, in ihren eigenen Fäkalien. Da wurde sich noch nicht so sehr viel drum bemüht, obwohl auch immer noch eine Gefangene aus dem Maraskan oder mehrere Gefangene aus dem Maraskan, die ihr mitgenommen hattet, auch um die habt ihr euch noch nicht weiter gekümmert. Geht über die Treppen weiter nach oben.
und bekommt dann Statusbericht. Und zwar, wer war der zurückgebliebene Offizier, dem das jetzt hier gehörte? Ogdan. Ogdan war mit. Dann war uns mit. Und wen haben wir das übergeben? Dann war es der Oberst. Der Oberst. Da Bärenhain sich ja nicht hergeben wollte, also nicht mehr beteiligen wollte. Ja, woran das wohl liegt. Mit nach Kunscham natürlich genommen und abgesetzt. Genau, den habtet ihr abgesetzt, der wollte damit bleiben. Ja, dann salutiert einmal Oberst Hesinian von Ebersfeld vor dir. Kapitän, melde mich wie befohlen. Keine weiteren Vorkommnisse, bis auf die bereits geschilderten Erlebnisse. Zumindest habe ich wohl in Erfahrung gebracht, dass es hier jemanden gibt, der Nachrichten überbringen kann. Sehr wohl. Dann alle Offiziere antreten zur Besprechung. Jawohl. 2 Minuten später steht ihr wieder in eurem Versammlungsraum, den Ahmad sehr gut kennt, und Eldan wird jetzt dieses ganze riesige Gebäude. Man kann tatsächlich sagen, es ist kein Schiff, sondern ein Gebäude mit den riesigen Etagen, Treppenbereichen. Stehst du dann jetzt hier in einem kleinen Versammlungsraum. Etwas weiter hinter dir kannst du einen kleinen Fischtank sehen mit verschiedenen Algen, Fischen drin, sehr exotisch. Ein Waffenständer, ein paar Bücherregale und verschiedene andere Personen, die sich dann nach und nach dazugesellen. Teilweise in wallender Robe, ein paar Graumagier. Die Magierin kanntest du schon. Aber allerdings noch ein anderer älterer Herr, der Praios Geweihte, auf den Stock gestützt, wird auch dazukommen. Und ja, Frage, Myria? Myria ist nicht dabei. Myria wird mitgenommen, wenn sie mit will. Frage, wie sie sich entschieden hat. Sie bleibt in Kunchum und kümmert sich erst einmal um einen Knappen und um einen Page. Ich muss noch ein paar Dinge berichten, und wenn ihr das nächste Mal in Kunchum einlauft, vielleicht wird sie sich dann als Ritterin Myria dazu entscheiden, dass sie dazu kommt. Dir fällt auf, dass du jetzt auch wieder alleine schlafen musst. Ja, ich habe vermutlich schon gestern gemerkt, dass ich sie erst anherrschen wollte, dass sie doch meine gute Kleidung rausnehmen soll und mir dann auffiel, oh Moment mal. Ebenso mit dabei Hasswolf Ingrid schon mit Holzbein. Hasswolf? Abenteuer. Knurrt er. Wer hat mich hier reingelassen? Wie, wer hat mich hier reingelassen? Ich frage es verständlich, oder? Wer hat euch hier reingelassen? Oder wer hat euch auf die Idee gebracht, dass ihr hier einfach reinmarschieren könnt? Ich mich selbst verdammt. Ja. Dann verschwindet wieder. Zu euch komme ich noch. Wie redest du mit mir? Ich rede so mit dir, wie jemand, der Inquisitorin und die Gefolge in den Tod gefolgt ist, gegen ausdrückliche Befehle. Die Befehle waren dahingegen vollkommen anders. Willst du mich verarschen, Greifenmund? Da stehe ich gar nicht drauf. Ich will dich nicht verarschen. Jetzt verschwinde hier, wir klären das hinterher vernünftig. Er schlägt mit der Faust auf den Tisch, sodass die einzelnen Gläser umfallen und einige auch zerbrechen. Wir klären das jetzt und hier. Nein, hier herrscht Ordnung. Interessiert mich ein Scheiß. Wir klären das jetzt und hier, warum willst du mich rausjagen? Ich hab mein Bein für euch verloren. Die Inquisitorin ist tot. Spiel keine Spielchen mit mir. Alle tot, Hasswolf, weil ihr die Tür geöffnet habt. Die Tür wurde auf Befehl geöffnet, du Hurensohn. Auf wessen Befehl? Auf die Befehl von Ephadaios. Was? Wie was? Was? Ephadaios hat gesagt, wir sollen die scheiß Tür öffnen. Wirklich mal sehr hilfesuchend im Raum um. Kommt auf dich zu und knackt mit seinen Fäusten. Humpelt natürlich so ein bisschen, dann kannst du es klonken hören von seinem Holzbein. Ich geb gerne mein scheiß Bein für so ein gutes Abenteuer. Aber wenn gute Männer sterben, für die Befehle eines Paktierers, für eines Rangas-Paktierer. Er sollte... Nein. Dann liegt sein Verrat tiefer, als wir gedacht haben. Du willst mich herausjagen? Ephadaios stand dort oben, im Mondlicht, und hat uns gesagt, wir sollen am nächsten Tage diese scheiß Tür öffnen. Wir haben auf Befehl gehandelt. Er hat auf Befehl gehandelt. Interessiert mich ein Scheiß, was er euch erzählt hat. Wie er die Geschichte hat aussehen lassen. Hat mich rausgezogen, ja. Daran erinnere ich mich noch.
Und dann? Was hat er euch erzählt? Dass ihr die Tür... Dass er gesagt hat, ihr sollt die Tür zulassen. Dass ihr sie aufgebrochen habt. Wir haben die Tür aufgemacht, ja. Er sagte, wir sollten warten. Und einen Tag vorher sagte er, wir sollen sie aufmachen. Als er oben war, als er weg war, die Treppe nach oben gerannt ist, haben wir die Tür geöffnet. Da ging sie auf. Zu dem Zeitpunkt, als er weg war, ging sie auf. Die Wesen strömten raus und wir haben sie zurückgehalten. Und dann war er plötzlich wieder unten und die Tür ging zu. Merkwürdig, oder? Ich lass mich ehrlich, wenn Kräfte denn in den Stuhl sinken. Oh. Ja, nein, ja. Verfluchte. Willst du einem verkrüppelten Mann nicht den Stuhl anbieten? Was? Stell dich hin. Ja. Ich stell mich erstmal wieder hin. Ja, dann nimmt er sich jetzt deinen Stuhl an der Tafel, beziehungsweise des Tisches, und setzt sich dahin, wo du eben gesessen hast. Man runzelt nur den Stuhl, die Stirn darüber. Ich stütze mich erstmal auf den Tisch, sammle mich einen Moment lang. Offensichtlich seid ihr genauso wie wir alle im Paktierer Ephadaios aufgesessen. Ich muss um eure Verzeihung bitten, seinem Wort über eures geglaubt zu haben. Nun, meine Herren, Jasper räuspert sich einmal. Das Mondlicht, es kann tatsächlich zu einem seltenen Phänomen kommen, dass Menschen, die sich allzu lange im Mondlicht befinden, eine Art Entrückung oder Verzückung erfahren. Vielleicht ist er unter einem Einfluss von Mondlicht einem solchen, nun ja, Phänomen aufgesessen. Vielleicht konnte er sich selber nicht dran erinnern. Ei, erschien Mondlicht. Jalan steht in dem Versammlungsraum. Die Stühle um dich herum sind natürlich gefüllt und du hast jetzt selbst keinen Platz mehr an der Tafel. Ich schüttel noch und mach mal den Kopf. Das Fluchte. Wo wir auch beim Thema sind. Herr Oberst, wir haben einen Verräter an Bord. Könnt ihr mir noch irgendwas sagen, außer dem, was ihr geschrieben habt? Ist denn in den 2 Tagen noch etwas passiert? Wir haben verschiedene Phänomene entdeckt. Wir haben 9 Archenkäfer gefunden, beziehungsweise an 9 verschiedenen Stellen mehrere Archenkäfer, die festgeklebt worden sind. Erstmal generell nichts, was meine Aufmerksamkeit erregen würde, aber zumindest merkwürdig. Zudem wurden einige Waffen von Schlafenden über Bord geworfen. Sie fehlen aus der Waffenkammer. Nichts, was generell ein Problem aufwirft, da wir noch viele aus dem Vorbesitz der Arche haben, aber dennoch fehlen sie. Sie sind verschwunden. 2 unserer Taucher, die wir abgestellt haben, die im Manadi-Delta getaucht haben, konnten einige der Klingen wieder, nun ja, herausholen, aber viele sind verschwunden. Naja, und zu guter Letzt wurden die Drillseile der Rotzen durchtrennt. Nehmen wir an, Braun ist außer sich. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wie schwer ist es, die Seile zu ersetzen? Sie sind etwas kürzer. Wir müssen eine Rotze aufgeben, wenn wir keine neuen Seile uns beschaffen. Wir haben es versucht, mit einem guten Seiler und ein paar Schilfrohre hier aus dem Delta zu organisieren, aber nun ja, bis die getrocknet sind, dauert das einige Zeit. Wir müssen also entscheiden, für welche der Habunale wir uns, naja, der Rotzen wir uns entscheiden. Gib den 5. Habunale auf. Hi. Er ist oben im Turm sowieso kaum zu erreichen wie die Geschützmannschaften. Wird getan.